Servus Leute, willkommen zum neuen Video. Heute sind wir mal wieder hier draußen auf der Joy of Air Academy. Heute bei tipptopp Wetter. Jetzt sind es noch ein bisschen mehr wie 4 Wochen bis zur WM in Spanien. Und das heißt jetzt wirklich spezifische Vorbereitung. Und heute nehme ich euch mit zu einem Sektionsintervalltraining. Das heißt, ich mache Sektionen und richte mich quasi nach den 2 Minuten, so wie es im Wettkampf auch ist. Und dann halt richtig Gas geben dabei. Viel Spaß beim Video und bis zum nächsten Mal. Also Leute, jetzt zum Aufwärmen. Janis und ich, wir haben uns gedacht, hier fahre ich irgendwie in den Videos vor allem nie. Also ich trainiere zwar in der Baumstämme, aber es war noch nie wirklich was drin. Das heißt, ich werde mich hier warm machen an der Baumstämme. Und ich würde fast sagen, das ganze Training wird auch heute an der Baumstämme stattfinden. Genau, Baumstämme kommen eigentlich immer irgendwo dran. Und desto mehr Balance, desto besser. Ja, machen wir gleich mal eine Sektion zum Aufwärmen. Filmst du? Ja. Wir fahren hier hoch mit einem Praller. Hier muss ich aufs Hinterrad, alles auf dem Hinterrad komplett durchmachen. Dann hier auch alles Hinterrad, Hinterrad, Hinterrad. Dann springe ich hier runter auf den, setze das Vorderrad hier ab, versetze seitlich hoch, gehe hier entlang, hier runter, hier drauf, fahre runter, unten drehe ich und dann gehe ich im Prinzip das komplette wieder zurück. Und das ein paar Mal, bis ich richtig warm bin. Ich meine, mir ist schon warm, weil es super heiß ist heute, aber hat nichts mit dem warm zu tun, was man braucht auf dem Fahrrad. Bin ich jetzt im Prinzip. Ich habe heute Morgen schon 1 Stunde Krafttraining gemacht, also Power ist da, alles passt soweit. Jetzt mal gucken, wie es aussieht mit der Ausdauer. Wie gesagt, jetzt machen wir eine Sektion. Ich lege immer nur ein Hütchen hin und das sagt mir quasi aber an dem Hütchen, wo ich es hinlege, okay, was ich da mache. Also ich brauche kein Tor oder sowas, das passt für mich. Hier fangen wir an, ein Side-Up hoch machen, links vom Hütchen. Dann springe ich hier runter. Mach hier falsche Seite, Side-Hop hoch mit Halten. Ja. Links vom Hütchen auch bis vorfahren. Auf den Stein. Um das Hütchen rumdrehen. Wieder zurück auf den Baumstamm. Ah, nee, nicht zurück auf den Baumstamm. Wir gehen über den hier. Machen hier einen Kustel. Auch links vom Hütchen. Dann, wenn wir da unten sind. Ich muss ja irgendwie wieder hochkommen. Das heißt, lege ich hier nochmal eins hin, dass ich zwei, weiß, hier muss ich zweimal was machen. Nach dem Kustel von unten. Hier ein Treter aufs Hinterrad hochfahren. Hoppa. Dann von dem hier rüber. Dann von hier Frenchie. Hier rechts vom Mütchen vorbei. Frenchie, offene Bremse.
Dann runter. Dann. Krass, ist ziemlich nass. Ja, sehr gut. Beste Wettkampfbedingung. Treter hier hoch auf beide Räder. Vorfahren. Hier runter. Auch wieder zwei Hütchen, weil hier Seitop hoch. Hier lege ich eins hin, dass ich weiß, ich muss vorfahren und runter. Dann geht es hier noch weiter. Machen wir noch zwei Tore und dann weiß ich, dass ich bei. Dann wird es ziemlich tough mit zwei Minuten, aber das kriegen wir hin. Dann von dem hier rechts vom Hütchen. Gap hier rüber. Hier entlang. Hier hoch. Und dann noch hier mein Lieblingsbaumstamm. Oder ja, ironisch gemeint eher. Anlauf von hier. Gas geben. Treter hoch mit offener Bremse. Reinrätschen, hoch ins Einhängen, dann runter. Und das Ziel halt, klar, in zwei Minuten das zu schaffen. Jetzt gehe ich nochmal durch die Sektion, konzentriere mich richtig und dann schauen wir mal, ob es klappt. Jetzt bin ich bei 2 Minuten 5 Grad gewesen beim Runterspringen. Was soll ich sagen? Deutlich zu langsam, deutlich zu unkontrolliert. Nächste Runde besser machen. Ne, pass auf Leute, wie kriege ich die 2 Minuten im, wie habe ich das immer raus? Ich habe niemanden, der mir das sagt. Ich habe mir so eine Fingeruhr gekauft bei Amazon, habe ich gesehen bei Montalvo, der fährt immer mit der. Finde ich eigentlich ganz praktisch, weil ich kann hier nicht gucken auf meiner, Armbanduhr, deswegen hier sehe ich die 2 Minuten und weiß dann dementsprechend, ob ich langsam oder schnell fahren muss. Deswegen musste ich auch am Ende, ich lasse mir ein bisschen Zeit, ich habe hier jetzt viel Zeit reingeholt. Hier habe ich mir Zeit lassen können, 10 Sekunden,
hab's dann noch geschafft und bin mit 1,59 am Ende raus. Und wenn ich drauf tippe, dann warte ich immer, bis ich quasi die erste Sekunde sehe, dann fahre ich erst los. Genau, von dem her gleich nochmal und nochmal in wenige 2 Minuten. Ich würde sagen, das Ziel 1,50 jetzt. Also jetzt war meine letzte Runde, habe ich gesagt, war jetzt bei 1,46, ab und zu ein bisschen zu langsam gewesen, das hätte bestimmt nochmal schneller sein können, aber ich denke, das passt ganz gut. Jetzt mache ich noch einmal die Sektion rückwärts, versuche das Ganze auch wieder auf Zeit zu machen. Rückwärts ist auf jeden Fall deutlich schwerer. Ja, mal gucken, wie das wird. Schlecht. Nein, ich würde nicht sagen, dass es schlecht ist, aber ganz ehrlich, wenn man weiß, dass andere das in 2 Minuten schaffen, auch für euch zu Hause, dann müsst ihr euch verdammt nochmal danach richten. Ich kann nicht sagen, boah, geil, 3 Minuten 45 für eine Sektion, die theoretisch drankommen können, der Metcalf, und sagen, ah ja, super, toll, fantastisch, gut gemacht, Jonas. Nein, mehr. Mehr Gas geben, noch sicherer fahren, noch schneller fahren. Ja, auf die ersten Versuche, nicht rumdüdeln in der Sektion, das kann es nicht sein. Das ist schlecht. Wenn ihr ganz nach oben wollt, müsst ihr verdammt nochmal Gas geben. Ja, nochmal. We'll be right back.
Ja, Anfang war gut. Ich war hier bei 1,30. Ich habe da 2 Versuche gebraucht, zu viel. Anfang wirklich schneller fahren. Ich meine, wenn es schon schwer ist, wie soll ich noch schneller fahren? Also, dann bin ich am Ende nur noch mehr K.O. und schaffe den Rest nicht mehr von der Sektion. Man muss ja die Kraft ja irgendwie einteilen. Hier, das muss auf den ersten Versuch gehen und schneller. Das eine hin rausziehen muss schneller gehen. Unten den Treter, da muss ich einfach sagen, der ist schon hart. Und der letzte Treter ist einfach zu unsicher. Also ich bin davon überzeugt, das geht in 2 Minuten. Aber zu kurz, wenn du dann siehst, ja, 2 Minuten 45, also Katastrophe. Also ich meine, es war okay, war bestimmt, waren gute Aktionen dabei. Aber wer mich kennt, weiß, ich habe halt ziemlich hohen Anspruch an mir. Und wenn ich mir die Sektion mache, will ich die auch verdammt nochmal 2 Minuten schaffen. Und nicht in 3 Minuten oder irgendwas oder mit Fehler. Das heißt, für mich geht es jetzt auf jeden Fall weiter. Ich mache nochmal ein paar Runden und vor allem wiederhole ich die Sachen, wo ich zu lange gebraucht habe. Wenn ihr Sektionen macht, vielleicht noch ein Tipp. Wenn es am Ende gar nicht klappt, die Sektion am Stück, ja, und ihr kommt mit der Zeit nicht hin, dann geht an die Sachen hin, wo ihr viel Zeit braucht, wo ihr euch unsicher seid. Wiederholt die bis zum geht nicht mehr, bis ihr das sicher seid und dann wiederholt ihr die Sektion. Weil dann sollte es eigentlich klappen. Ja, und das ist genau das, was ich jetzt auch so mache. Und dann wiederhole ich die Sektion mit dem Ziel, das Ganze in 2 Minuten zu schaffen. Genau. Die nächsten Videos schon mal vorab werden jetzt vom JFR Sommercamp sein, mit Jack Carfi zusammen und ein paar anderen coolen Leuten. Bin mal gespannt, wie das wird. Das geht jetzt übermorgen los. Ich freue mich schon richtig. Und genau, dann sehen wir uns da wieder. Macht's gut, Leute, gebt Gas und schaut, dass ihr die Sektion schneller macht wie ich. Ciao.